Beziehungsweise als unabhängige Nation noch existiert. Spielt Portugal? Wirklich? Nicht Kastilien? Okay. Gut, ob er ein Bündnis mit ihr will, ist halt die Frage. Ja, dann braucht er jetzt die Wände nicht. Brauchst du das Bündnis mit Portugal nicht, das Event? Verstehe ich nicht. Also. Zumindest nicht, wenn es von einem Spieler besetzt ist. Einfach bis Portugal dich sieht. Ja. Irgendein Stein-Pokémon oder gab es glaube ich nichts Gutes, oder? Du kannst Kartenteilung mit mir beantragen. Dann siehst du Portugal, kostet nur irgendwie 10.000 Prestige. Ja, soll ich auch spielen. Können wir es jetzt bitte mal töten? Das wäre gut. Das Ilum-Magnet. Spiel doch mal ein richtiges Land. Spiel doch mal Maya-Pahit. Spiel doch einfach mal Indianer, komm. Kannst dich auch mit Portugal verbinden. Ja, das ist jetzt affig hier. Das Spiel hasst mich halt einfach. Spiel doch, wie heißt das Ding? Granada? Einfach mal Granada. Granada. Ja, das Ding da unten, das am Anfang existiert und dann aufhört zu existieren. Spiele Tunesien und verbinde dich nicht mit dem Osmanischen Reich, sondern mit mir. Da hat Osmanisch schon einen Bündnispartner weniger. So, das war jetzt ein harter Kampf. Psycho-Geist, hey, hey. Ich
Also gibt es überhaupt sowas, so eine ganz kleine Ja, es gibt sicherlich. Nur was machst du denn mit so einer kleinen Insel? Im Pazifik? Pazifik weiß ich gar nicht. Doch, doch, im Pazifik schon. Im Atlantik gibt es, glaube ich, keine. Was machst du denn da? Ich meine, kommst du ewig und drei Tage nicht weg von der Insel, weil da alles umgeben ist von Stärkeren. Jetzt haben die einen Panzer, wie unfair. Sehr gut. Kann mich sowas überhaupt treffen? Ich fliege. Doppelteam war. Schiffe bauen Wälderkunden. Ja, aber da brauchst du auch erst ewig die Ideen und alles. Und solange sitzt du ja auf dieser Kackinsel rum, ich meine. Spiel doch einfach mal die blaue Horde. Ist bestimmt easy, wenn Moskau besetzt ist. Ich weiß, ich würde gerne mal mit ihm spielen. Ich meine, er hat gemeint, er spielt ja hauptsächlich Mods und nicht das Hauptspiel, aber... Nein. Wieso habe ich da jetzt ein schwarzes Rechteck? Aber ich würde es gerne mal sehen. Ob er vielleicht doch so gut ist, oder gar nicht mal so. Weil ich glaube, bei 5000 Stunden hast du so das Grundkonzept verstanden. Deswegen hat er auch keine Achievements. War so gut wie keine. Aber er ist schon wieder seit über 2 Monaten nicht online, von daher. Vielleicht hat er sich nochmal Corona gegönnt, weil. Weil einmal kann ja jeder, aber echte Männer nehmen 2-mal. Ich bin jetzt gut. Der Mondsee. Wahrscheinlich tut er nur so, als wenn er es gar nicht könnte. So, oh ja, ich spiele nur Mods und so. Ich bin gar nicht so gut. Und jetzt seht ihr, wie Japan Europa erobert. Was? Sie sehen hier eine Koalition aus Frankreich, Portugal, Österreich, Polen und Moskau, die versucht, den Inka-Angriff abzuwehren. Sie sehen hier, Portugal ist von Indianern überrannt wird. Ach, das wäre so lustig irgendwie. Ich würde echt lachen, so. Also. Ok, ok, wei, regel doch. Oh, wei, kok. Kok, oh, wei. Was? Wie sind wir letztes Mal? Ja, aber das war, weil ich keine Ahnung hatte davon, wie man das regelt.
das würde möglicherweise dazu. Ich müsste mal irgendwann nochmal irgendwas. Ich meine, was habe ich bisher besiedelt groß? Jetzt mit England mal so gespielt und sonst. Was haben wir denn da? Wir haben Wasser, wir haben Feuer. Und die sind ja nirgendwo einmarschiert. Sie sind aber verdammt groß geworden und ja. Ich habe die ein bisschen unterschätzt. Aber das ist gar kein Problem, nicht. Kastilien hatte ich ja nochmal irgendwann gespielt, aber da wurde ich ja einfach zerdrückt. Oder beziehungsweise es ging alles so ein bisschen unter, als ich zu viel wollte. Ja. Voltairs Nightmare kann man auch nichts kolonisieren, das spiele ich ja meistens. Also noch nicht, vielleicht bauen sie das auch noch irgendwann ein. Weil hey, das ist noch Platz für 15.000 weitere Nationen. Überlebst du das? Oh ja. Ist irgendwann selbst jetzt aber nicht so schwer wird. Was? Was zu schwer wird, was? Ach so, du meinst hier, jetzt denken wir schon, hä? Was für eine Nation soll ich denn spielen, dass ich damit Safe States arbeiten muss? Also ja gut, Indianer, Byzant oder so, Athen. Komm, 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 komm. Oh. Würdest du bitte verfehlen? Das wäre schön. Das sieht nicht aus, wenn man verfehlt. Ach. Gut, also Safe States, ja gut, fangen wir an. Was war überhaupt das Kommando für Safe States? Ich hab keine Ahnung gerade. Mopen 64 so ein bisschen. Generell ist N64-Emulator. Ich sollte meinen eigenen N64-Emulator schreiben. Ich habe nur keine Ahnung, wie man sowas schreibt. Vielleicht werde ich erstmal Millionär durch mein Spiel und dann kann ich einen Emulator schreiben. Perfekt. Okay, jetzt bräuchte ich Wasser. Ich habe kein Wasser. Kann ja. Ach nee. Das hab ich ja ganz vergessen. Da war ja was. Warum bin ich denn jetzt zuerst dran? Das ist doch nur, um mich zu ärgern. Wow. Brauche mir mein eigenes Pokémon. Mein eigenes Thema. Ist das schwierig? Gibt es überhaupt schon Pokémon für den PC? Also ich meine, oh Gott, es ist Feuer, ich bin Klinge. Na gut, das war's dann. Irgend so ein... Ja, tschüss. Wieso habe ich kein Wasser dabei? Weiß ich nicht. Ich meine, gibt es sonst alle eine Kopie? Na gut, ich bin tot. Ja, wenn ich halt irgend so eine Attacke einsetze, die zwei Runden braucht wie Fliegen, dann ist es halt immer die gleiche Reihenfolge, aber hier nicht.
Linus habe ich denn noch? Okay. Wir nehmen mit. Das ist halt schwierig, was nimmst du da mit, ne? Pokémon, ich glaube, so das erste Pokémon nachzuprogrammieren würde gar nicht so lange dauern. Ich überlege gerade, würde das lange? Also, man weiß es, man tut nicht. Steigen wir die Luft in Po. Wie jetzt erst dran, das wäre auch kein Mensch. Nur so mäßig effizient, sehe ich schon. So dieses Pokémon wechseln, darf er halt nochmal angreifen, wenn nicht. Sich erledigt dann auch. Hast du die hübschen Ohren gesehen? Gut, man könnte auch fragen, warum Wasser-Pokémon automatisch nicht schwach sind gegen Feuer. Ich meine, wenn du einen Fisch ordentlich ins Feuer hältst, dann ist der auch durch. Piss dich, Kaniar. Nö, nicht das Moos-Ding. Demnächst dann Let's Play Pokémon Go, bis ich es durchgespielt habe. Wüsste nicht mal wie. Ich wüsste ja nicht mal wie. Gibt es nicht irgend so eine ganz komische Version von Pokémon Stadium, so ein Rip-Off? Das ist ja von den ganzen Pokémon-Spielen alles. Die so scheiße regieren. So, kurz mal gucken, jetzt scheint wieder alles stabil zu laufen, mehr oder weniger. Naja. Es gibt Koromon. Ja, aber das ist jetzt kein Abklatsch von Pokémon Stadium, sondern wahrscheinlich eher von anderen. Pokémon allgemein, oder? So, jetzt hätte ich es mal ordentlich gesaugt. Ich habe 3 Münder. Ist das ein Bonus? Ich meine, ich weiß, es gibt diverse Rip-Offs. Ich habe mal irgendwo Pokémon Uran oder so gesehen. Das war wohl so ein Fangame-Spiel, oder das Nintendo dann wohl weggestrikt hat oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, gute Nachrichten, es ist Wasser. Schlechte Nachrichten, es muss immer noch besiegen. Na, ist ich bin eine Pflanze, ich bin eine Palme, was kann mir nicht sehr effektiv, ja. Trotzdem fast tot, ne? Was?
Das ist ein Wasser-Pokémon. Wieso ist diese Attacke nicht effektiv? Ach, du willst mich doch verarschen hier. Ach, du verarschst mich doch. Ja gut. Das war's dann. Das ist ein Wasser-Pokémon. Warum war das jetzt nicht effektiv? Ich frage mich auch, wie viel Zufall hier drin ist. Ich meine, ich weiß, das Mario Party 64, Mario Party 1. Ja, aber trotzdem. Ich weiß, dass Mario Party 1 sehr wenig Zufall hatte. Wenn man ein Save-State gemacht hat, hat man beim Würfeln gemerkt, dass da immer die gleichen Würfel rauskommen. Das ist der Wahnsinn. Ja, was war denn nur? Also das erste ist...